Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde unseres KSP Let's Plays. Was geht? Also, mal so ganz kurz für euch zur Info. Ich habe zwei Aufträge angenommen. Zum einen Reach Orbit and Return safely to Earth. Und zum anderen Advanced Biological Suborbital Experiment. Ja. Und ihr seht, hier muss ich über 200 Kilometer kommen, hier muss ich über 140 Kilometer kommen. Ich brauche eine Advanced Biological Capsule. Sounding Payload von 200 und wir müssen halt einen Orbit erreichen und wieder zurückkommen. Ja, das haben wir ja eigentlich schon mal gemacht, ne? Aber wir haben jetzt ein neues Launchpad. Und zwar das 350 Tonnen Launchpad. Und das gibt uns jetzt natürlich viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel, wir brauchen auf jeden Fall die Advanced Biological Capsule. Die ist wichtig. Dann brauchen wir natürlich einen Fallschirm. Der ist größer, das ist gut. Und dann können wir nämlich hier die einfach laufen lassen. Und dann bauen wir da gleich ein Nutzlast-Fairing drum. Wenn ich die Avionics platziert habe. Weil wenn ich das hier draufsetze, kann ich die Fairings einfach hier anschließen. Hier. Machen wir einen Meter. Und das hier wird unser Science Core, Basic Avionics. Mit, ja, wie viel machen wir denn? Sollen wir so 200 mitnehmen oder nehmen wir lieber 250 mit? Ach komm. Was soll der Geiz? Und dann brauchen wir natürlich noch eine steuernde Avionics. Deep Space hätten wir theoretisch jetzt mittlerweile auch schon, aber wir gehen hier mit dem Basic Avionics. Wir kriegen auch nochmal 100 mit dazu. Und natürlich gehen wir vom Diameter runter. Nochmal 100. Wunderbar. Controllable Mass wird hier ja auch noch auf jeden Fall steigen. Dann brauchen wir Nutzlast. Damit. Interessant. Gehen wir mal so weit runter. Genau, bis das hier passt. Top wird jetzt natürlich auch noch zusammengezogen. Auf einen Meter. Und dann können wir mit der Höhe noch runtergehen. Knallen wir hier doch mal kurz das so ran. Ja gut, das sehen wir schon, da ist noch ein bisschen was verkehrt ist. Das machen wir einmal auf, dann können wir das aufrufen. Einmal festpinnen. Dann machen wir das zu, weil dann können wir das hier jetzt schön gemütlich zusammenziehen. Das heißt, die Höhe 1 anpassen und 1 kleiner und dann sieht es doch eigentlich schon ganz gut aus. Jetzt gefällt mir aber die Form an sich hier noch nicht so. Deshalb müssen wir mit der Base Size noch ein bisschen zurückgehen. Das können wir jetzt größer machen. Und dann gehen wir einfach so.
Jetzt ist natürlich die Höhe wieder nicht richtig. So. Perfekt. Und dann brauchen wir für unten drunter noch ein Heat Shield. 1,50 Meter. Wunderschön. Dieses Ei wird später runterkommen. Weil dieses Fairing wird nämlich nicht genutzt. Das ist der ganze Trick an der Geschichte jetzt. Das wird uns hoffentlich die Hitze abhalten. Ich muss das jetzt aber natürlich nochmal öffnen, weil ich muss hier dann auch gleich noch alles einstellen. Weil wir brauchen hier ja zum Beispiel auch unsere Experimente. Da würde ich sagen, gehen wir nicht mit dem Barometer, da haben wir alles. Thermometer haben wir auch alles. Wir gehen mal auf den Radiation Detector, auch wenn, keine Ahnung. Na, who knows. Dann, ja, Magnetometer. Wir nehmen mal die ganzen neueren Dinge auf jeden Fall alle mit. Ich habe echt keinen Überblick mehr, was wir alles schon haben. Wenn ich ehrlich bin. Ja, nehmen wir euch mit, ne? Die sollte ich natürlich aber auch alle laufen lassen. Dauerhaft. Dann machen wir mal den Kollegen hier einmal kurz wieder zu. Boah. Sehr schön. Okay. Dann kommen jetzt die Kappler hier drunter. Ringdekappler. Natürlich auch auf den richtigen Diameter. 1,50 Meter. Und jetzt brauchen wir unsere Bremsstage. Weil wir müssen ja leider mit mehreren Stages fliegen. Dafür kommt die Isogrid Structure hier drunter. Auch wieder 1,50 Meter. Also wir werden in dieser Folge safe, denke ich mal, nur konstruieren. Wir werden nicht großartig was anderes machen. Aber ich habe das letzte Mal auch noch ein paar Tricks so mitgenommen, sag ich mal. Ich muss da mal gucken, wie ich das umsetze. Alles. Aber ich denke, wir werden ein wenig was anderes dann damit machen. Experimentell. Jetzt gucken. Unlock Cost. Okay, den gibt es für mich tatsächlich schon. Das heißt jetzt, wir müssen jetzt ganz genau drauf gucken. Ich glaube, wir können jetzt mehrere Sachen machen. Der hat auch nur eine Ignition. Da muss ich jetzt ein bisschen drüber gucken. Über alles. Eine. Die sind eh mein. Vakuum Engine Ignition eine. Wenn wir hier eine haben, die mehrmals zünden kann, dann ist es ja wurscht. Dann können wir tatsächlich da ein bisschen drauf scheißen. Auf eine Bremsstage. Dann brauchen wir wirklich nur eine Stage, die dann eben in den Orbit fliegt und uns wieder rausholt. Aber ich glaube, wir haben noch nichts. Es sieht sehr schwer danach aus, als hätten wir noch nichts. Na, die hätte jetzt Unlimited Ignitions. Die könnte man theoretisch mal ausprobieren. Was ist mal Rocket Motor? High-Speed Aircraft, ja. Dafür werde ich dich dann tatsächlich aber nicht benutzen. Aber die Frage ist halt, ob vielleicht irgendwelche Konfigurationen mehr Zündungen haben. Nehmen wir mal die Vakuum-Engine hier. Checken das doch einfach mal aus. One Ignition. Ja, guck mal ab hier. Zwei Ignitions. Zwei. Eine. Fällt raus. Was ist mit der Viking hier?
Die ist zwar absolut überdimensioniert, aber... Die LR91, die ist ja nicht ganz so groß. Immer nur eine Zündung. Ganz schwierig. Na gut, wo ist denn unsere Standardnudel hier? Die AJ10. Ja, nix, ne? Auch eher schwierig. Das ist für unser nächstes Raketenflugzeug das Interessante. Viking 2, was kann die so Schönes? Eine Zündung, ja, nächste Stufe hat 2. Also hier ist jetzt halt wirklich so ein bisschen schwierig, erstmal rauszufinden, was wir genau am besten nutzen. Aber wir werden mit der AJ10 gehen. Sagen wir mal ehrlich, die hat uns gute Dienste geleistet. Da werden wir mitgehen. Und wie lange kann die zünden? Die nächste Stufe nehme ich dann tatsächlich für... ...31,8. Okay, dann nehmen wir doch die. Okay, und jetzt kommen wir zu dem Punkt, der angesprochen worden ist. Und zwar, dass ich das hier so nutzen sollte. Aber ich glaube, dafür muss ich... Nee. Das funktioniert so ja leider auch nicht. Na, das wurde tatsächlich in den Kommentaren mal erwähnt, dass man das am geschicktesten anders... Oh, warte mal, da ist eine Thrust Plate. Wie verkehrt rum? Was ist denn da der Punkt an der Geschichte? Okay, das ist schon mal interessant. Aber bringt halt, glaube ich, tatsächlich gar nichts. Deswegen wandert das erstmal weg. Was ist, wenn ich hier nur einen Ringdekoppler drunter setze? Macht es mir dann ein Fairing außenrum? Oh, das ist schon fast lächerlich, aber nein, tut es nicht. Wer hätte das gedacht? Dann nehmen wir doch die Interstage-Shit-Kirche und machen das wieder ganz normal. Also wenn der oder diejenige das jetzt gerade hier wieder am Schauen ist, dann schreib mal bitte ein bisschen genauer rein, wie du das gemeint hattest. Dann kann ich das vielleicht tatsächlich das nächste Mal umsetzen. Bei mir geht es hier mit diesem umständlichen Zusammenschrauben ja auch schon ein bisschen auf den Keks. Bin ich ja ehrlich. Oder meintest du einfach nur, dass ich den Decoupler anlassen soll? Das wäre nämlich auch eine Sache, die ich machen kann. So. Burntime lag bei 150, aber wir brauchen das Ding ja eigentlich nur zum Einbremsen. Brauche ich auch keine 2700. Da reicht ja eher so ein 2000 Meter pro Sekunde Ding. Ja, machen wir mal 1600. Das wird schon ausreichen. Zack. So, und jetzt mache ich das mal ohne hier noch einen Ringdekoppler reinzusetzen, weil ich meine, klar, vielleicht habe ich da einfach nicht so wirklich
den Pfeil. So, schmeißen wir das zusammen. Dann Diameter 1,50. Ich glaube, ich mache das Ding gar nicht so extrem crazy groß. Aber was jetzt natürlich kommt, ist einmal kurz öffnen. Alt. Zack. Okay. Der hier unten kommt erstmal weg. Aber das hier... muss jetzt erstmal ein High-Pressure-Tank werden, dann füllen wir den auf. Warum? So. Dekappelt der dann... Nee, der dekappelt doch dann nicht hier, oder? Wisst ihr was? Ich mach den mal kurz dicht. Einmal komplett. Sieht ja schon mal interessant aus, bin ich ehrlich. Und dann simuliere ich den mal ganz kurz, weil irgendwie... Start in Orbit. ...150 Kilometer. Simulate. Einfach nur, um das kurz auszuchecken. Ah, fuck. Ich hätte mir jetzt noch eine kleine Schubdüse mit dran bauen müssen, weil wir haben ja gerade kein Unit. Ich habe gerade eben an mit Gravitation gedacht, aber da sind jetzt beide Engines direkt rot. Oh, oder auch nicht. Okay. Das ist nicht steuerbar im Moment. Ah, okay. Das dekabelt tatsächlich dann nach unten. Das heißt, wenn ich jetzt das mache. Okay. Alles klar. Dann habe ich das alles richtig verbaut. Dann können wir jetzt, nachdem wir dann wissen, wie lange die Stage da oben rennt, auch wenn ich das ein bisschen komisch finde, hier damit, das heißt doch dann eigentlich... So. Nee. Rum. Ah, jetzt habe ich hier wieder nur eine angezeigt. Das ist doch blöd. Ganz kurz, wenn ich das hier verlängere. Ja, dann geht hier nämlich auch die Scheiße hoch. Und das will ich nicht. Das heißt, hier über Kreuzleitung deaktivieren jeweils. Warum macht er das immer noch alles in die Stage rein? Das ist doch scheiße. Das ist doch scheiße. Machen wir das mal kurz anders. 109. Nee, nee, nee. 151. So. Setzen wir das kurz zusammen.
Und ich muss da noch einen Decoupler-Ring dazwischen machen, sonst kriege ich hier die Probleme mit dem Scheiß. Weil der Crossfeed für einen Sack ist. Jetzt wird's ordentlich angezeigt, weil halt kein Crossfeed am Start ist. Okay, also derjenige, der den Tipp gegeben hat, ich hab's ausprobiert und wenn du es anders gemeint hast, als ich es gemacht habe, dann lass da gerne einen Kommentar da und kläre mich und die Zuschauer auf, was genau du gemeint hast. Dann können wir das auch irgendwie hinkriegen, denke ich. So, da wollte ich hin. So, perfekt. Dann haben wir doch jetzt im Endeffekt die Upper Stage und die Bremsgeschichte, sag ich jetzt mal. Da das ja aber die Bremsgeschichte ist, muss ich hier tatsächlich noch was mit einfügen. Jetzt wird es nämlich schon langsam ein bisschen komplexer. Ein bisschen. Mhm. Und dafür brauche ich hier ja, sechsfach. Diese Teile sechsfach, weil das nämlich dann auch schön aussieht. So. Genau. Und schließen. Und dasselbe Spiel brauchen wir hier auch. Auch wieder die kleinen Scheißer. Und auch wieder relativ weit raus. Und schließen. So. Das ist im Endeffekt das Ende der Fahnenstange. Das muss dann dahin. Hier brauchen wir eine extra Stage. Die muss hier hin. So. Gibt uns ja auch nochmal einen ganz kleinen Schubs. Okay, dann haben wir den Spaß jedoch fertig. Dann kommt als nächstes erstmal der Gewichtscheck. 4 Tonnen. Ja, ich glaube, ab jetzt wird es Zeit, die erste Avionics einzustellen. Controllable Mass, wir machen mal 5 draus. Apply Resize to Refit, bla bla bla. Passt, jetzt müssen wir hier wieder schließen. Und dann sehen wir auch schon, dass da eher kritisch ist. Deswegen muss ich jetzt erst da den Ring hier raus festmachen. Hier schließen. Und die Höhe noch ein wenig anpassen und top auf 1 Meter. Schwierig. Es gibt eine kleine Lücke. Das gefällt mir nicht, aber das ist kein Thema, weil wir können ja einfach hier schön gemütlich ein bisschen zusammenschieben. So. Da das jetzt unsere Steuereinheit ist, brauchen wir natürlich unten drunter eine neue Steuereinheit. Die wird die Form einer, ja, eine konische Form einnehmen. Auf Top 1,50 Meter, auf Bottom, ich tendiere auf 3 Meter, eine Länge von 2. Na, ja. Weil da kommt jetzt natürlich schon ein bisschen was Dickeres. Das können wir erstmal so lassen, ne? Von der Länge können wir ja noch runtergehen. Das ist dann kein Thema. Wir nehmen wieder eine Isogrid Structure. Gehen direkt mal auf 3 Meter. Und dann müssen wir mal gucken, was für eine Engine wir hier drunter setzen. Gehen natürlich auf die ganz großen. Da hätten wir theoretisch einige Monster. Ich bin auch am Überlegen, wir können eigentlich auch
auf 2 Meter gehen. Die Länge bisschen reduzieren, hier auch auf 2 Meter. Und dann nehmen wir jetzt mal die L. Weil die kann nämlich echt schon viel. Dann mal so setzen. Die hat eine Brenndauer von 137 Sekunden. Dann gehen wir doch mal auf diese Länge hoch. Ja, bisschen drüber. 142 und jetzt können wir nochmal gucken. Engine. Schwierig. Eher weniger. Wir hätten zwar fast das, was ich brauche. Ich will 9000. Na gut. Dann müssen wir doch auf den 3 Meter Brocken gehen. 3 Meter. Weil die brennt auch länger. Ne, gar nicht mal. Brennt auch nur 137. Ach. Das ist dieselbe, nur in doppelter. I see. Remove all tanks. Dann gucken wir mal. Wieder nicht in der richtigen Stage. 172. Oh, die könnte gerade so reichen. 7900, 1,6 Thrust to Rate Ratio bei Sea Level. Kann man eigentlich machen. 83 Tonnen. 85 draus. Dann muss hier jetzt natürlich Bottom noch auf 3. Stromversorgung passt. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch eine kleine, aber feine Rakete. Die kriegt jetzt noch ein paar Fins. Und dann ist das Ding hier auch schon soweit fertig. Dann haben wir auf jeden Fall eine Kleinigkeit zusammengebastelt, mit der wir hoffentlich genau das erreichen, was wir erreichen wollen. Aber ich meine, wir haben jetzt echt schon einiges an Fortschritten gemacht. Also wir sind auf jeden Fall nicht untätig gewesen in der Zeit, in der wir jetzt schon diesen Spielstand haben. Deswegen sollte das meiner Meinung nach eigentlich auch nicht unbedingt ein Problem werden, damit jetzt dann das letzten Endes soweit abzuschließen. Die Thickness natürlich noch runtersetzen. Tippen ein bisschen mehr. Ja, das ist doch fein. Okay, ich weiß aber nicht, ob wir hier eine Steuerungsfähigkeit haben. Fällt mir gerade so nebenher mal ein. Wäre vielleicht noch wichtig. Ob die irgendwie unthrottable. Okay. Das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Haben wir denn mittlerweile schon? Ne, haben wir nicht. Schwierig. Okay. Aber so rein vom Ding her würde ich tatsächlich sagen, das passt. Oder? Ich meine, wir können sie ja dann mal erst simulieren, bevor wir damit aufbrechen in die Höhe. Wir haben überlegen, ob noch irgendwas wichtig wäre. Wir haben auf jeden Fall jetzt einiges an Strom. Ja. Kann man machen. Denke ich. Das dürfte soweit eigentlich auch alles angepasst sein. Wo ist denn jetzt meine
Delta V-Map, da wollte ich jetzt nochmal drauf schauen. Hier. 9430 Meter pro Sekunde. Wie gesagt, mit der Steuerfähigkeit, da müssen wir einmal kurz simulieren und mal auschecken, was da so geht. Aber sonst sieht es eigentlich ganz nice aus. Dann fehlt jetzt letzten Endes nur noch der Launch Clamp Shit, der auf zweifach bitte bleibt. Zack. Läuft. Wunderbar. Dann können wir hier nochmal rauszoomen und dann sehen wir hier unsere fertige Rakete. Die finde ich tatsächlich auch eigentlich ganz nice aussieht so. Nicht sonderlich hoch, ist halt relativ breit, wiegt fast 90 Tonnen. Ich glaube, die kann was. Die ist nur 4,6 Meter hoch. Lol. Ganz kurz mal nur, um zu schauen. Wegen der Burntime. 182 hätten wir da noch. Also die hier wären es dann gewesen im Prinzip, mit denen wir auf jeden Fall das machen können. Oh, wisst ihr was? Okay, die Folge wird jetzt einen kleinen Moment länger dauern. Weil ich jetzt nämlich doch umbaue. Und zwar auf diese Engine. Weil ich nämlich irgendwie das Gefühl habe, dass wir mit der doch um einiges mehr erreichen können. Und wenn wir die nutzen, ganz kurz mal hier hin. Wir können jetzt einfach mal gucken, ob 85 Tonnen überhaupt erreicht werden. Ich glaube nämlich nicht. Wenn das der Fall ist, dass die nicht erreicht werden. Schaut euch das an. Wir kriegen so die 10.000 hin. So, reicht doch voll aus. Aber das da oben ist ja auch die Bremse. 7, 8, 5... mal 27 Meter? Ja, oder? Das sieht doch schon mehr nach einer Rakete aus, die wir gebrauchen können. Vor allem sehe ich dann jetzt auch schon mal, wie viel Delta V wir tatsächlich dann zusammengekratzt haben. Weil das ist nämlich schon mal ein ganz wichtiger Punkt und wir können hier theoretisch ja noch länger dauern, noch länger fliegen. Und mir fällt noch was ein. Oh, open the thing. We need payload. Thank you, I. Oh, wir brauchen sounding payload, war es, ne? Gott, ey, wie hier die ganzen Fenster alle aufploppen. Hier. Sounding payload, ja. Add. Mach mal bitte 200 draus. Update. Okay. Dann muss ich das hier jetzt von der Länge anpassen. Oder müssen wir unser Fairing wieder anpassen? So. Wie viel Sounding Payload ist jetzt drin? 82. Wir brauchen 200. Schwierig. Passt. Okay. Dann muss ich das hier wieder anwählen. Hier festmachen. Dann kann das hier jetzt wieder weg. Weil da ist ja jetzt das drin, was wir brauchen. Das hat auch schon wieder ganz schön das Gewichtsverhältnis runtergedrückt. Hier mit nur noch 0,85 Thrust-to-Weight-Ratio. Bei C-Level nur 0,3, ey. Aber okay. Das heißt, wir müssen noch einen kleinen Steppen länger werden dann. Das heißt, ich kann dich hier eigentlich auch schon mal umstellen. Oh, ah, ne, falsche.
Die ist ja hier unten. Stimmt, hätte ich gar nicht aufklappen brauchen. Zum Glück habe ich es gemacht. Also habe ich nämlich dran gedacht. So. Und jetzt geh du mal zu. Jetzt müssen wir das hier wieder anpassen. 4 Meter ist nicht. Das habe ich gesucht. So. Okay. Und der Zahnstocher, ne? Das sollten wir einfach, um der Realistik noch ein bisschen treu zu bleiben, sollten wir da vielleicht noch einen weiteren Turm mit dran bauen. So. Kommst du hier runter? Ihr Starttürme kommt bitte nicht ganz nach unten, sondern dahin. Genau. Und dann wird das Ding hier nochmal ein wenig erhöht. Und dann haben wir ein Schubgewichtsverhältnisproblem. Okay, es kam jetzt relativ spät. Aber das ist voll fein. Also ihr seht schon, das ist heute eine Special-Folge, die dauert ein klein wenig länger. ...320 Sekunden geht das jetzt. Wie lang ist deine Burn-Time? ...62 Sekunden. Und wie viel Schub bringst du mir? Okay, das ist sogar tatsächlich eine legit Lösung, wenn wir da 2 Stück dran bauen. Doppelte Ausführung bitte. Zack. Das könnte legit schon unser Problem lösen. So, nehmen wir dich nochmal. Setzen dich hier runter. 2 Stück dürften reichen. Damit ist das Schubgewichtsverhältnis schon um einiges höher. Das Einzige, was jetzt vielleicht noch ein bisschen mickrig sein könnte, wären die Fins. Könnte ich mir vorstellen. Ziehen wir mal ein bisschen raus. Gehen damit mal noch ein bisschen weiter. So. Okay, also es ist jetzt echt ein Haufen Aufwand. Ich nenne sie mal den Stift. Und das ist der Stift Römisch 1. Unlock-Costs sind bei 85k, kann uns relativ bums sein, weil wir 1,5 Millionen haben. Und ich würde an der Stelle doch einfach mal sagen, wir werden diese Rakete das nächste Mal testen, bevor ich irgendwas anlocke oder ähnliches. Und ja, an der Stelle vielen, vielen lieben Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Heute war eine lange Baufolge. Und ja, sonst gibt es eigentlich nur noch zu sagen, wenn es euch trotz allem gefallen hat, dann lasst dann lasst doch gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da und dann würde ich einfach sagen, sehen wir uns das nächste Mal. Euch noch einen wunderschönen restlichen Tag, haut rein und see ya!